Short ist das neue Long. Und bevor Sie jetzt berechtigterweise denken, der Fugmann hat da den Verstand verloren, nur eine ganz kurze Überlegung. Die Aktienmärkte begannen richtig dick zu steigen ab März 2020. Also ab dem Zeitpunkt, als die Wirtschaft praktisch am Boden lag, weil stillgelegt durch Lockdowns, die Notenbanken aber Liquidität in die Märkte gepumpt haben ohne Ende. Dann kam noch Helikoptergeld obendrauf oder in Deutschland Kurzarbeitergeld. Also stiegen die Aktienmärkte, obwohl die Wirtschaft nicht besonders gut aufgestellt war. Jetzt haben wir die Situation, dass offenkundig das Spiel genau andersrum verläuft, nämlich dass die Fed Liquidität und die EZB perspektivisch auch Liquidität aus den Aktienmärkten ziehen wird oder aus den Märkten ziehen wird. Was wird also dann mit den Assets passieren, die vorher so luftig gestiegen waren? Richtig, die könnten die Tendenz haben zu fallen. Und möglicherweise haben das einige begriffen. Jedenfalls sehen wir, dass bei den Geldströmen sich etwas verändert. Denn 2021 war das Jahr, als mehr Geld an die Aktienmärkte geflossen ist, als in den gesamten 20 Jahren davor. Aber wenn wir jetzt mal gucken, was die Investoren tun, dann sehen wir, da ist plötzlich etwas anderes geworden. Die Herde läuft in die andere Richtung. Und dass wir jetzt die letzten beiden Handelstage eine massive Rallye gesehen haben, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass eben diese Herde mal bestraft wurde kurzfristig. Aber dennoch, wir sehen heute Stagnation. Also da ist jetzt eine gewisse Verschnaufpause erstmal da. Aber ich will mal den Blick auf die Herde werfen, damit Sie verstehen, was ich meine. Hier ein Tweet von Sentiment Trader im Januar 2021. Und ich hatte damals sehr viel davon berichtet. Da haben vor allem Privatinvestoren massiv Call-Optionen gekauft auf Aktien, auf Indizes. Man hat also auf steigende Kurse gewettet. Hier sehen wir den Januar 2021 wieder plötzlich das Optionsvolumen nach oben geschossen ist. Und inzwischen sind die Optionen wichtiger als die physischen Aktien selbst, schlichtweg, weil das Volumen dort inzwischen deutlich größer ist. Etwa Faktor 1,3 derzeit das Verhältnis. Das wiederum führt dazu, dass sich Market Maker dann absichern müssen. Im Grunde ist das ja eine Wette. Der Market Maker verkauft dem Kunden eine Call-Option und sichert sich dann ab, weil er gegen den Kunden wettet, indem er etwa das Underlying kauft, also eine einzelne Aktie oder den Index selbst über den Future. Dementsprechend hatte das einen gewissen Domino-Effekt, wenn also die Call-Käufe so massiv waren. Das war der Januar 2021. Jetzt schauen wir uns mal den Januar 2022 an und siehe da, das sind hier die Put-Käufe, also das sind die Puts, die von Privatanlegern, vor allem von kleinen Investoren hier weniger als 10 Kontrakte ins Depot gelegt werden. Das explodiert nach oben. Wie war der Januar 2021? Ganz gut. Wie ist der Januar 2022 gewesen? Nicht so gut, bis auf die letzten beiden Handelstage bis hin. Also da hat sich was geändert und die Privatinvestoren in den USA, die haben ja sehr früh gecheckt oder haben sich zumindest so positioniert, dass diese Liquidität der Fed alles nach oben spült, egal was, auch den Dreck. Und dementsprechend hat man vielleicht jetzt begriffen, dass doch die Musik eine andere Taktung bekommen hat durch das, was die Fed gesagt hat. Und wir sehen das auch, wie gesagt, bis vor kurzem massive Zuflüsse in die Aktienmärkte. Jetzt Januar 2022, der SPY, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500, das weltgrößte ETF, es gibt kein größeres, mit den größten Abflüssen in seiner fast 3 Jahrzehnte langen Geschichte. Im Januar, siehe da, man zieht also Geld aus den Aktienmärkten ab. Und Stephen Van Meter fragt deshalb, ich finde es interessant, dass viele Leute immer noch massiv Aktien kaufen angesichts einer, sich abschwächenden Wirtschaft und vor allem einer Fed, die Liquidität entzieht, denn, das sehe ich auch in den Kommentaren meiner Videos, da gibt es noch viele, viele, die Buy the Dip und neue Allzeithochs und all diese schönen Geschichten aus den letzten Jahren uns erzählen, weil man linear die Geschichte der Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben will, aber wenn jetzt die Weichen umgestellt sind, dann fährt der Zug eben in die andere Richtung und das Beharren auf die alte Richtung könnte dann ein Problem werden, das bringt Stephen Van Meter auf den Punkt. Was ist da gemeint? Schaut euch die Bilanzsumme an. Und ich hatte heute Morgen im Videoausblick versucht zu erklären, dass die Fed wahrscheinlich vorwiegend über die Bilanzsumme kommt. Die hat eine Menge Anleihen im Depot. Die laufen aus perspektivisch. Die Fed hat jetzt kürzer laufende Anleihen vorwiegend im Depot im Vergleich zu den
geldpolitischen Straffungen der letzten Male, als man eher länger laufende Anleihen hatte. Das heißt, das kann relativ zackig gehen, dass die Bilanzsumme reduziert wird. Jetzt schauen wir uns mal die Bilanzsummen und die Aktienmärkte an. Dann sehen wir, da ist eine gewisse Konstellation, die man praktisch nur schwer leugnen kann, außer man ist jetzt völlig blind. Jedenfalls würde das darauf natürlich deuten, dass wenn die Bilanzsumme sinkt, und genau das hat die Fed vor, um die Financial Conditions ein bisschen zu straffen, dass es dann vor allem für jene Werte schwer wird, die eben vorher so massiv gestiegen sind, so etwa die Werte im Nasdaq. Was hat die Fed vor heute? Harker, Philadelphia Fed Präsident, hat gesagt, also zunächst mal gesagt, also bereitet euch mal auf einen schlechten Arbeitsmarktbericht vor, der dürfte schlecht werden, müsste ja eigentlich jetzt am Freitag kommen, wenn ich jetzt nicht ganz praktisch konfus bin. Jedenfalls, da könnten die Daten schlechter ausfallen, aber das Signal ist schon, naja, das werden wir ignorieren, weil eben Omikron und so weiter. Jetzt hat aber Harker weiter gesagt, also wenn die Inflation weiter nach oben geht, dann müssten wir aggressiver agieren. Auch eine 50 Basispunkte Zinsanhebung, also 0,5% Anhebung wäre drin. Und dann hat Harker auch gesagt, die Fed could possibly sell assets in future. Damit meint er, dass die Fed nicht nur die Anleihen auslaufen lässt, wenn eben die Laufzeit das Laufzeitende erreicht ist, sondern dass sie aktiv praktisch die Anleihen aus ihrem Bestand, aus ihrem Depot verkauft. Das ist die sogenannte nukleare Option. Nicht nur passiv warten, bis eben die Bilanzsumme sich praktisch von alleine reduziert, sondern aktiv die Bilanzsumme senken, indem man bums die Aktien, die man im Depot hat, verkauft. Und wie stark der Druck jetzt auch auf die Fed geworden ist, nicht nur durch Joe Biden, der ja Powell gedreht hat und eben gesagt hat, bekämpfe mir die Inflation, das sieht man etwa bei dem Führer der Republikaner, US-Republikaner McConnell, der gesagt hat, ja, also die arbeitenden Familien, die zahlen jeden Tag den Preis für die Inflation. Also der Druck ist erheblich. Unter diesem politischen Druck steht die Fed jetzt nicht nur seitens der Demokraten, sondern auch seitens der Republikaner. Und jetzt gucken wir uns mal heute die ISM-Daten an. Verarbeitendes Gewerbe war ganz ordentlich, so um und bei in Erwartung. Aber die Preiskomponente wieder deutlich höher mit 76,1. Im letzten Monat waren wir bei 68,2. Alles über 50 bedeutet, die Preise sind weiter gestiegen. Das heißt, wir haben jeden Monat weiter steigende Preise. Auch wenn dann zum Beispiel ein Wert von 60 rauskommt, dann ist das immer noch höhere Preise als im Vormonat. Und 76 sind ziemlich hohe Preise. Dazu haben wir auch gesehen, dass die JOLTS, also die Jobangebote amerikanischer Arbeitgeber, deutlich besser waren als erwartet. Mit der Folge, dass wir jetzt knapp 11 Millionen Job-Openings haben, also Jobangebote, aber nur 6,3 Millionen offiziell Arbeitslose. Also gut 4 Millionen mehr Jobangebote als Arbeitslose. Was bedeutet das? Lohndruck, denn diejenigen, die so stark gesucht werden, nach denen also Nachfrage besteht, die können eben auch mehr verlangen für das, was sie da tun. Und jetzt hatten wir den Dallas Fed Index auch gesehen, Fed Manufacturing Index. Hier haben wir die Erwartung der Unternehmen, wie sich die Löhne entwickeln, neues Allzeithoch. Die Business Activity, also das, wie das Geschäft läuft, eher unter Druck, nicht so gut. Das heißt, hier haben die Unternehmen durchaus Angst, dass sie eben einer Lohnpreisspirale ausgesetzt sind, der Situation, dass die Kosten eben steigen durch Lieferengpässe, Materialmangel, weil alles eh teurer wird und dann eben jetzt noch die Arbeitnehmer schwer zu finden sind und eben auch teurer werden. Das ist eine ziemlich unschöne Konstellation. Und wenn wir jetzt wieder zu die Märkte zurückkehren, meine Damen und Herren, dann sehen wir hier Le Nasdaq, der ja in den letzten beiden Handelstagen des Januar nochmal so großartig zulegen konnte mit einer Rallye, jeweils mehr als 5%. Von unten nach oben praktischerweise. Das hatten wir erst fünfmal zuvor. Das war also das sechste Mal. Das erste Mal war das so Anfang der 80er Jahre, dann 1987 im Oktober, der sogenannte Oktober-Crash und dann auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble bzw. dessen Platzen und jetzt eben in diesem Januar. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, Stocks always go up, meine Damen und Herren, lassen Sie sich da nicht verwirren, alles andere ist Negativpropaganda, auch das normalerweise in Midterm-Election-Jahren die Februar für die Aktienmärkte ziemlich ungut ist, nur der August, der normalerweise vergleichbar schwächer.
Aber die Freunde des Kryptos, die könnten hier vielleicht besser dran sein. Kryptowährungen haben normalerweise einen sehr guten, den besten Monat des Jahres im Februar. Ob es diesmal so kommt, steht natürlich in den Sternen. Für die Märkte wichtig aber wird jetzt eben nochmal die Bilanzsaison, denn es werden noch Dickfische aus dem Tech-Bereich berichten. Hier sehen wir mal die Marktdominanz, das Gewicht im S&P 500 dieser Dickfische wie Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Google. 23% machen die noch aus. Damit haben sie auch, weil sie sich noch einigermaßen gehalten haben, eben die Indizes weitgehend oben gehalten. Und heute kommen die Zahlen von Google. Da werden wir ab 22.05 Uhr bei Finanzmarktwelt darüber berichten. Must see, das könnte nochmal richtig wichtig werden für die Märkte. Denn das ist auch einer der Dickfische. Aber die Bullen sind nicht tot. Hier sagt zum Beispiel Jardini, hoch anerkannt, sehr gute Grafiken, sehr gute Statistiken, immer auflegend. Also wir sind nicht bärisch, sondern wir gehen davon aus, dass die Inflation eben ihren Peak erreicht in den nächsten Monaten. Und wenn das passiert, dann wäre das gut für die Aktienmärkte. Dann sehen wir eine massive Rallye. Aber es ist eben nach wie vor dieser Kampf. Wird die Inflation runtergehen? Ja, nein. Die Inflationsdaten CPI bekommen wir erst nächste Woche. Bis dahin dürfte eben dann es auch volatil bleiben. Und wenn wir insgesamt jetzt mal die Aktienmärkte anschauen und das weltweit uns angucken, dann sehen wir, Brasil ist Nummer 1. Ui, und dann haben wir an zweiter Stelle UK, Hongkong und Spanien. Spanien, ein Aktienmarkt, der auch in den letzten Jahren ganz mies gelaufen ist. Jetzt scheint sich irgendwie alles auf den Kopf zu stellen. Die Amis sind vergleichsweise weit hinten, ganz hinten Russland. Wenn sich da diese Ukraine-Geschichte mal ein bisschen entspannen würde, dann wäre das für russische Aktien sehr gut, die sehr, sehr billig sind, muss man sagen, aber eben dieses politische Risiko haben. Australien schlecht, Australien ist super gelaufen in den letzten Jahren, China. Und dann kommen schon die USA, also das ist jetzt nicht so, dass die USA die Sache anführen wie in den letzten Jahren. Auch das ist etwas, was sich grundsätzlich geändert hat. Und jetzt kommen wir, wenn wir von der Inflation sprechen, auch mal nach Europa. Wir sehen hier die zweijährige deutsche Staatsanleihe, das erste Mal heute höher rentierend als der EZB-Leitzinssatz, das erste Mal seit 2015, und heute kamen auch Daten aus Frankreich in Sachen Inflation, war auch wieder höher als erwartet um 0,3 Prozentpunkte. Und hier unten sehen wir mal den City Inflation Surprise Index für die Eurozone. Und wenn Sie hier einen Viagra-Chart nach oben erkennen, dann haben Sie etwas richtig erkannt. Also die Inflationsdaten gehen einfach nicht so runter, sind viel höher als man immer erwartet hat in den letzten Monaten. Am Donnerstag ja die EZB-Sitzung, da bin ich gespannt. Sven Henrik mit der sarkastischen Bemerkung: On a long enough timeline, we are all going to die. Dieses Keynes-Zitat, auf lange Sicht sind wir alle tot. Which is massively deflationary, was wiederum extrem deflationär ist, dass wir alle sterben, weswegen ja die EZB ja die Zinsen nicht anheben muss. Nein, also, das sagt eigentlich schon alles, was der Fall ist. Jetzt ist eigentlich diese Sicht, dass es mit abnehmender Liquidität durch die Fed, respektive Entzug der Liquidität, schwieriger für die Aktienmärkte wird, jetzt gar nicht so abwegig. Aber es wird abwegig, wenn mein 38 bester Freund Marcello Fracerino das sagt. Er erwartet nämlich eine Korrektur von 30-40% in den nächsten beiden Jahren, weil eben die Inflation doch so hoch ist und die Notenbanken darauf reagieren müssen. Die Inflation, die Fratscher nicht wahrhaben wollte, und alle, die da gesagt haben, das wird ein Thema, gesagt haben, das sind ja alles Panikmacher etc. Aber jetzt plötzlich Fracerino wieder die geistige 180 Grad Wende, da ist er ganz groß. Ich hatte heute die Gelegenheit, einen Artikel darüber zu schreiben, über den guten Marcello und seine Crash-Prognose. Wie so oft ist denn das so halbrichtig, was Fratscher sagt, aber in der Summe falsch? Ich vergleiche, weil es eben nur halbrichtig ist, ich vergleiche da mal die Aktienmärkte der USA, und da hat Fratscher recht mit dem DAX, und da hat Fratscher Unrecht. Wenn also Fratscher von den weltweiten Aktienmärkten spricht, dann ist das sehr unpräzise. Um vorsichtig zu sein, werde ich ihn unter dem Video verlinken. Das würde mich freuen, wenn Sie da mal einen Blick reinwerfen, weil die Argumentation, denke ich, nicht uninteressant ist. Und jetzt kommen wir noch zum geopolitischen. Putin ja in Ungarn zu Besuch und hat gesagt, ja, Europa, unsere europäischen Partner könnten also in den nächsten zwei Jahren Probleme kriegen mit der Gasversorgung.
Das ist eine nur etwas indirekte Drohung, während Ungarn diese Probleme nicht haben wird. Also das ist die Drohung mit Gasentzug. Und er sagt, der Westen hat unsere Sicherheitsforderungen ignoriert, ist nicht darauf eingegangen. Und Lavrov, Außenminister, hat dann auch nochmal gesagt, also die Forderungen der Russen wurden negativ beschieden seitens der Amerikaner. Also das hat die Stimmung jetzt nicht verbessert. Und in diesem Kontext auch interessant, dass er, der gute Habeck, uns jetzt unabhängig machen will von russischem Gas, weswegen er nach Flüssiggas sucht. Das kommt gerne auch mal aus den USA, wo die Fracker unter sehr umweltschädlichen Bedingungen das Ganze produzieren. Dann wird das noch verschifft, also auch da wieder extreme Kosten und Verschmutzung, aber das stört den dann jetzt eher weniger. Und wir haben mal beim Wirtschaftsministerium angefragt, ja, wie es denn jetzt ausschaut, ist jetzt der Robert schuld an der Geschichte oder ist er nicht schuld? Und Sie glauben es nicht, das Wirtschaftsministerium hat uns, nämlich Finanzmarktwelt, geantwortet. Auch dieser Artikel unter dem Video, also zwei Pflichtprogramme und heute Abend 22.05 Uhr Google, das wird etwas sein, was stark zu beachten ist. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Feierabend und sag Servus und ciao.